Kennt ihr das Gefühl, ihr sitzt vor eurem Rechner, habt gerade nichts Besseres zu tun, als ein wenig Minecraft zu spielen, im Mehrspielermodus, und wollt das Ganze dann einfach mal aufnehmen? Und eure Freunde sind sogar damit einverstanden. Ich mach das jetzt einfach, ob sie wollen oder nicht. Aber vorstellen werde ich sie euch. Ich fange am besten gleich mit der Jüngsten in dem Ganzen an. Hallo Strickmamsel, bist du da? Ja, ich bin Strickmamsel? da. Ja, schön, dass du mitmachen möchtest. Gleich die zweite im Bünde. Liralia? Ajo, klar bin ich da. Und jetzt die Älteste unter uns. Hallo Platypus. Hallöchen. Mädels, seid ihr bereit? Wollt ihr mit mir spielen? Na klar. Ja. Ich hoffe, ich mache das auch alles richtig, weil letzten Endes haben wir ja vor, einige von uns oder die meisten von uns werden das Ganze im Überlebensmodus spielen. Nur unsere Strickmamsel, die Jüngste im Bunde, möchte das Ganze dann doch im Kreativmodus spielen. Wir haben nichts dagegen, ich hoffe ihr auch nichts und ab geht die Post. Wow, ist ja toll, es beginnt gleich im Dunkeln. Ja, danke, wo soll ich hin? Hallo, wo seid ihr? Ja, bei mir dauert das immer so ein bisschen länger. Och, ist das schade. Ah, oh, Liralia, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Rette mich, Baby. Hallo. Ja, wie wär's mit einfach eingraben und erstmal da Spawnpunkt. Oh, ne, den hatten wir mal einmal kurz gesehen. Wieso? Beguckt. Okay, dann lass uns einbuddeln. Ich buddel mit. Ich komme. Reicht das? Jo, ich habe auch schon genug hier. So, dann, ach, guck mal, hast du schon. Sehr schön. Ich habe aber nicht genug. So. Wieso bist du so hell? Kann hier was spawnen? Wo sind die anderen beiden überhaupt? Hier kann nichts spawnen. Hier ist ein bisschen klein und die anderen beiden lassen sich irgendwie Zeit. Bestimmt haben die gehört, dass Nacht ist und deswegen kommen sie nicht online. Das Schlimme ist, bei mir ist der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Er will nicht. Ja. Oh, scheiße. Oh Gott, ich habe das böse Wort gesagt. Wir warten einfach, Strickmamsel. Wir sitzen sowieso nur in einem Loch und machen nichts. Ja, genau. Mal Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Ich gehe noch mal kurz ganz raus. Wow. Wer bist denn du? Das Schnabeltier. Hallo. Hallo, Herr Schnabelmonster. Frau. Oh, Entschuldigung. Ich habe lange Haare. Da ist ein Zopf. Das glaube ich jetzt nicht. Wie lange müssen wir jetzt in diesem Loch bleiben? Können wir mal einmal gucken, ob schon hell? Ist noch nicht. Oh. Wie langweilig. 8 Minuten sind schrecklich lang. 8 Minuten sind viel zu lang. Überlebensmodus, hat man gesagt. Ich weiß gar nicht, auf was für Modus ich stehe. Wie kann ich das nachvollziehen nochmal? Hast du eine Fressleiste da unten? Ich habe eine Fressleiste, die ist voll, ja. Dann bist du im Überlebensmodus. Ach so, wenn man keine Fressleiste hat, ist man nicht im Überlebensmodus, oder was? Richtig. Ja, wie ihr merkt, ich kenne mich wunderbar aus bei Minecraft. Das ist mein Lieblingsspiel seit eh und je. Nein, nicht wirklich. Also ich spiele es gerne, so ist das nicht. Also es ist nicht so, dass ich es nicht gerne spielen würde. Aber ich bin nicht gerade diejenige, die sich am besten hier auskennt. Nein, das ist Platti. Weißt du Bescheid? Hallo? Was ist denn jetzt? Wird es jetzt langsam hell? Oh, Strickmamsel, du bist da. Kann das sein? Jetzt bin ich hier, ja. Jetzt bin ich da. Jetzt wird es aber eng hier unten in dem kleinen Loch. Wer tritt mir denn da gerade auf die Füße? Das war ich nicht. Du warst das. Nein, ich nicht. Ich habe Erde in der Hand und ich kann damit schlagen. Ich crafte mir jetzt hier. Guck mal hier. Du sollst hier nichts craften. Guck mal hier. Möp. Jetzt hat vorsichtig. Die auch schon, hat wie gut, dass wir PvP aushaben, sonst könntest du uns damit richtig dolle wehtun. Nee, das will ich ja gar nicht. Mit wem soll ich denn sonst spielen?
Ja, das ist der Vorteil. Diese Frage von möchte ich jetzt bitte nicht beantworten müssen. Mädels, ist das so klug, hier so groß zu bauen schon? Da vorne ist der Spawnpunkt. Ich gehe mal. Oi! Kommt denn jetzt die Fackel weg? Ach, du warst das. Das war fehlt. Ach, das ist schräg, Mamsel. Ist es denn jetzt hell draußen? Nee. Meine Güte, nee. Es wird langsam mal Zeit. Ja, es dauert hier immer alles irgendwie. Wieso trägst du denn kurze Hose und du siehst aus wie ein Bayer auf einem Ausflug? Gar nicht, das ist Steampunk-Style. Wie sehe ich denn überhaupt aus? Warte mal, ich guck mich mal an. F5. Nö, ich guck mich einfach hier in meinem Inventar an. Ein kleines Mannequin in Blau. Siehst dich ja gar nicht von hinten. Das ist doch egal. Du siehst egal. Verdächtig unauffällig aus. Ja, Gott sei Dank. Dann gehen die Monster hoffentlich alle auf euch. Mit Kapuze und Rucksack. Zu deinem Outfit nicht. Warum passen die roten Schuhe nicht zu meinem Outfit? Ich finde, die roten Schuhe passen ganz hervorragend zu mir. Grün und dann rote Schuhe. In blau-grün und dann rote Schuhe. Das ist der letzte Schrei, will ich mal so sagen. Wo hast du denn deine Styling-Beratung her? Hallo? Das war sie selber. Ich habe ihr ganz viele wunderschöne Bilder gezeigt und sie hat sich das alleine ausgesucht. Da kann ich nichts für. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Die anderen sehr schön. Was der ist denn jetzt da oben? Prada übrigens und guck mal, welche Farbe die Schuhe haben. Sag mal, wieso ist denn das so lange dunkel da oben? 8 Minuten. Minuten? Ah. Da, es wird hell. Wo ist denn hier jetzt überhaupt ein vernünftiger Ausgang? Ja. Gott sei Dank. Ich glaube, ich werde mal eben ein paar Bäume fällen. Fälle Bäume. Weg da. Was weg? Mit meiner gnadenlosen Faust. Der ist so alt. Was denn? Hab ich da was verpasst? Ich muss ihn bringen. Komm schon, der lag doch so nah. Ja, das stimmt allerdings. Ich gebe ja zu. Mein Gott, dauert das lange. Ich brauche unbedingt irgendetwas, womit es schneller geht. Dann bau dir doch direkt eins. Ja, ist ja gut, gleich. Und noch besser, du baust dir eine Spitzhacke. Wieso holst eine Spitzhacke? Dir Stein. Und dann machst du dir direkt eine Steinpike. Ah, du hast bist ja so ein kluges Mädchen. Hey, eine Axt machst du dir. Warte mal, ich mache uns. Können wir eigentlich, wenn ich jetzt hier so eine Workbench, also so eine Werkleiste, ja, so und so ein Ding baue, können wir dann eigentlich alle das Ding benutzen? Ja, ne? Ja. Pass auf, dann mache ich das. Wir können es sogar gleichzeitig benutzen. Super. Warum regnet das denn jetzt? Weil es gerade ein bisschen regnet. So, hier Mädels, ich habe da was für uns. Zack. Wo ist denn mein ganzes Holz hin? Ach, da. Das fängt ja schon gut an. So. Auf jeden Fall ist es funny. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal ein paar Stickies. Oh, das sollte für den Anfang reichen, glaube ich. Und dann bastel ich mir eine Steinpike. Das ist eine Holzpike, meine ich. Das ist eine sehr gute Idee. So, Stein. Blinderwurm findet auch mal ein Korn oder so. Nee, Blinderwurm findet auch mal ein Vogel. So war das. Sag mal, warum baust du hier für meinen ganzen Stein ab, hä? Weil wir teilen. Ach so, wir teilen. Okay. Verstehe. Pass auf, dann baue ich den letzten stehen lassen, den wir lassen. Warum sollte ich den letzten stehen lassen? Damit wir hier wieder rauskommen. Ach so, ja, klar. Pass auf, ich baue uns jetzt einfach mal, wenn wir schon gemeinsam bauen, baue ich uns jetzt einfach mal eine Truhe. Das war falsch. Holz, komm her. Holz. Holzwurm, sei wachsam. Komm, gleich so eine Doppeltruhe. So eine große Truhe. Stelle ich einfach mal jetzt hier hin. Und Strickmamsel, amüsierst du dich? Tata. Ich amüsiere mich prächtig. Ich sammle gerade die ganzen Setzlinge auf. Trägst du etwa Kopfhörer? Guck mal, da ist ein Apfel.
Oh, ja, nimm und happy. Warum denn? Nein, ist noch gar kein Hunger da. Oder hast du schon Hunger? Eigentlich bin ich ja ziemlich blöde, ne? Weil ich habe ja jetzt hier genügend Stein, um mir eine Steinaxt zu bauen. Zack. Eine Steinaxt, eine Schippe und eine Pike. Das hab muss erstmal reichen. Hast du gesagt, dass wir da gerade meinen Keller ausgehoben haben? Ist das so? Weil wir gerade so überlegt. Mhm. Ich glaube eher, das ist unser aller Keller. Verfluxt. Na gut. Heißt also, wir wollen direkt hier. Da ist der Spawnpunkt. Ich fände es ganz gut, da eine Unterkunft zu haben, wenn du dann mal stirbst. Das ist eine gute Idee. Ich nehme hier gerade so ein bisschen die Bäume sehr herzlos auseinander. Wenn man dann mal stirbt, also wenn jemand von uns mal stirbt, das wird eh fast immer mich dran. Ich bin da nicht so vorsichtig. Ja, nee, ja. Aber du hast das super gut drauf mit dem Sterben, muss ich sagen. Hey, aber immer eine gute Figur. Auch. Macht sie dabei einen doppelten Salto rückwärts? Naja, wenn der Creeper... Kann ich auch ein doppelt rückwärts? Oh, grillen wir heute Abend? Wer möchte grillen? Ja, Sonja hat gerade eine Kuh erlegt. Dann haben wir schon die ersten Steaks. Meine Steaks. Tja, dann kriegst du auch keinen Apfel von. Das sollte ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Da hinten sind Setzlinge. Setzlinge habe ich alle aufgesammelt. Aber das ist eine gute Idee, dass einer schon mal jagen geht. Hier waren nur lediglich zwei Kühe. Da hinten ist noch eine, die hat sich so versteckt. Die hat gesehen, was du mit den Artgenossen gemacht hast und die versteckt sich jetzt. Ich sehe da hinten schon Mr. Flauschefuß in grün. Was? Wo? Wo denn? Da hinten, unter dem großen Baum. Links daneben. Naja, wir haben ja hier erstmal eine kleine Unterkunft. Hat schon jemand von euch Sonja? Ich habe 19 Stück. Was denn? Seeds. Oh, dann bist du diejenige, die für unseren Bauernhof zuständig ist? Ja. Ich will Krieger sein. So, ich hätte hier schon mal so ein bisschen was zum Einziehen. Zack. Wie viele Bäume soll ich noch fällen? Mach mal, wir haben ja was vor. Na, dann werde ich hier einfach mal fällen. Reicht. Was reicht? Ach, egal, die mache ich jetzt noch fertig. Sollen wir denn hier in der Umgebung dann auch Bäume wieder zurückpflanzen? Können wir später machen, oder? Irgendwas später. Ja, wir wollen ja eh bauen. Ja. Das Aufforsten kommt. Ja. Der Baum will mich nicht durchlassen. Du mieser kleiner Baum, dafür wirst du leiden. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei verschiedene Holzsorten gepflückt, gehackt. Nein, ich sag mal geerntet. Birke und Eichen. Richtig. Macht nichts, oder? Dann gibt's ein schönes buntes Haus. Richtig. Wir wollen schon eintönig leben. Ha. Schwarz ist mein Bund, oder wie war das? Ja. Nein. Nein? Nein. Doch. Ja, nicht jeder steht auf Schwarz, oder? Gott sei Dank, mein schwarzes Nier. Ich habe mir kürzlich, was heißt kürzlich? Gestern hatte ich eine graue Hose an. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ja? Und ein graues T-Shirt. Und das ist natürlich eine Arbeitskollegin von mir aufgefallen. Da ich ja mittlerweile auch graues Haar habe, sagt die doch echt zu mir, na, du graue Maus? Oh. Ey, Baum, wolltest du mich ärgern? Ich muss echt gestehen, ich habe letztens auch 3 schwarze Shirts gekauft. Oh, da komme ich nicht mehr dran. Verdorie und Ladies, eins. Wie sieht
Wie sieht's bei euch aus mit Schwertern? Habt ihr euch Schwerter gemacht? Nein, nö, ich habe noch kein Eisen. Ich nehme so lange die Axt. Weil die Steinaxt hat 9 Angriffsschaden. Das gibt's doch nicht. Wieso komme ich denn da nicht weiter dran? Das hier ist ein riesen Monsterbaum. So, Platti, das ist deiner. Was denn? Das ist doch echt schwierig hier so mit dem Spitznamen und so. Ab nächster Runde. Was ich denn? Ich habe schon eine Höhle gefunden. Platti kann den Riesenbaum machen, das ist voll ihrs. Meine Axt ist weg. Möchtest du eine neue? Ich habe noch eine neue. Ja, her damit. Her damit. Wo bist du denn? Ich bin hier. Da geht's schon in eine Höhle rein. Achso. Und da liegt eine Axt. Wo liegt eine Axt? Das war die. Die lag da auf der Erde. Ich habe Strickmamsell die Axt dahin gepfeffert. Hallo, bringt mir mal einer die Axt vorbei. Ich bin dabei. Wo bist du denn? Autsch. Was machst du denn? Hier. Hallo. 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 Dieser Baum ist echt brutal. Dieser Baum macht mich fertig. Hallo? Nicht daneben. So. Okay, das ist nicht gut. Peter? Da waren aber viele. Was denn? Da waren viele Viecher. Wo? Wir sind hier in einer Höhle, wenn du auch mal kommen möchtest. Warum seid ihr denn schon in einer Höhle? Ich bin hier noch mit Pflücken von Bäumen zugange. Ach so, weil ich habe aus Versehen eine Höhle schon gefunden. In der Höhle. No, okay, ich komme. Okay, Strickmamsel, schreite sie voran. Aber ich habe keine Waffe in der Hand. Ich hätte mir vielleicht eine craften sollen. Okay. Nicht direkt in mein Gesicht. Ich höre Monster. Wie? Ja. Ich sehe sie. Ich nehme einfach die Spitze. Ich geh mal vor. Ich sag ja, da sind ganz viele. Hi, komme. Strickmamsel aus dem Weg. Ja, ich wollte eigentlich vorgehen, weil ich die Viecher umbringen wollte. Aber. Ja. Komm her, Skelettos. Ich mach dich alle. Kiri, bist du schon das erste Mal gestorben da unten? Ach, erst einmal. Das ist alles verdreht. Ich hasse. Wow, das geht ja gleich höllisch zu. Ach du Creeper! Wow! Au! Das haben weh getan. Aber jetzt sind die ganzen Monster weg. Nein, sind sie nicht. Jetzt sind sie alle weg. Huu! Ich sehe Eisen. Meine Spinne gebe ich nicht ab. Wo bist denn du? So. Ah, das ist nicht schön. Das ist gut. Übrigens noch mehr, die da kommen. Wow, ich sehe lebenstechnisch nicht gut aus. Hat einer was zu essen dabei? Ja, ein Apfel. Ich habe auch einen Apfel. Warte, ganz schnell. Uhuhu. Sehr gut. Ei. Aua. Was ist denn? Blöde Skelettine. Aua. Was hast du denn? Ich krieg ständig Pfeile in die Fresse. Wir hätten uns vielleicht erst ein paar Waffen und so machen sollen. Ich hab doch ein Schwert. Wieso hast du schon ein Schwert? 108 Angriffsschaden. Hier ist Kohle, Leute. Wo bist denn du? Ich hab auch Kohle. Ja. Hier. Da oben ist Kohle. Kohle. Ja. Kohle. Kohle. Ich leuchte das mal eben ein bisschen aus. Muss ich mir gerade einen Spruch verkneifen, Goretti. Wieso? Erzähl. Juckt das YouTuber-Näschen. Genau, vor allen Dingen meins, weil ich ja auch die Monetarisierung eingeschaltet habe. Dafür nehme ich dir jetzt dein Eisen weg. Ah. Wow, gucke mal. Hier ist noch mehr Kohle. Meine Scheiße, ich habe auch ganz viel. Hier noch was? Oh, oh. Ich höre Skelette. Da ist Kohle und hier war. Ah! Oh mein Gott, ich hab Lampen. Yeah. Achtung, Skelett! Wow. Au!
Au, verdammt, das Ding hat mich getroffen. Nicht in mein Gesicht. Das musst du haben können. Bitte was? Du hast einen Pfeil im Arm. Na toll. Solange der mit dem Knie steckt, weil dann kann ich nicht weitermachen. Siehst du doch. Ich werde jetzt erst mal hier meine Kohle ernten. Tada! Ey, wow, ich habe 3 Stücke Kohle abgekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich... Oh, 21. Ah, das packen wir gleich in die Gemeinschaftstruhe. Und dann passt das. Ich habe 43 Kohle und 12 Eisen. Ist das genehmigt? Super. Du kriegst den Orden des fleißigen Bienchens. Hui, den habe ich noch nie gekriegt. Ich glaube, noch nicht mal in der Schule. Ja, nee, in der Schule auch nicht so. Ja, das solltet ihr beide ja wissen, ne? Wart ihr nicht zusammen auf der Schule? Jupp. Ja, aber nicht in einer Klasse. Echt? Nicht in einer Klasse? Das ist das einzig Gute, was uns diese Schule beschert hat, unsere Freundschaft. Oh Gott. Wir waren nur zusammen im Physikkurs. Ja, da waren wir auch schon lange Freunde. Jo, das ist wahr. Hinterher in der Oberstufe, oder was? Hinterher hätte ich Physik nicht gewählt. Obwohl doch, ich hätte Physik dann auch gewählt. Warum? Hättest du Physik nicht gewählt? Naja, weil es einfach eigentlich nicht so meine Schiene war. Aber ich fand das damals so interessant, Physik zu wählen, weil es sonst kein anderes Mädchen gewählt hat. Und da habe ich mir gedacht, ha, ich spiele jetzt mal total den Nonkonformisten. Ja, bin so gerade eben mit der 4 durchgekommen. Aber ansonsten... Ja, es gab... Ich bin ja Gott sei Dank abgesprungen, glaube ich sogar. Nö, wir haben das beide durchgezogen. Echt? War ich nicht irgendwann in der Sovi? Nee. Wir haben das beide in der 9. und 10. Klasse durchgezogen. Krasse Kiste. Hätte ich mir nicht zugetraut. Ja, ich frag mich bis heute, wie wir das geschafft haben. Was denn? Papa. Nur durch Papa. Bei mir ist das ganz klar. Ohne Papa hätte ich noch nicht mal eine 3 geschafft, keine 4 geschafft, keine 5 geschafft. Ohne Papa wäre ich voll durchgezedert. Ich glaube, Herr Gerhardt hat so manches Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Bei meinen Antworten auf jeden Fall. Baba hieß der Lehrer, oder was? Gerhardt. Gerhardt. Und was? Und mein Papa ist mein Nachhilfelehrer gewesen. Ach so. Oh, Schande. Oh, Schande, denn? Leute. Ihr seid ganz vorsichtig, wenn ihr hier hinkommt. Wieso? Hier ist eine riesige Schlucht. Nein. Ey, hör bloß auf. Hör auf, ey, du entdeckst doch nachher wieder eine Mine. Lass das sein. Ja, ich weiß. Nicht jetzt. Ich höre Wasser. Wasser ist gut, Wasser ist nicht schlecht. Oh, wieso ist das so, geht das hier so tief runter, bitteschön? Das ist eine Falle sondergleichen, da komme ich doch nie wieder hoch. Außerdem ist gleich, boah, da ist das Wasser. Achtung, und Achtung, da ist auch die Schlucht. Ah, fesch. Oh ja. Wow. Und da hinten ist eine Spinne. Auf der Lava. Tschüss, Spinne. Das macht Spaß, oder? Wenn die so quietschen. Ja, die Schlucht ist so tief, die hörst du nicht quietschen. Ach so. Das vergiss man. Aber das Eisen werde ich mir hier abhaken. Tada. Wollen wir mit ein bisschen Andesit und Diorit arbeiten? Granit? Beim Haus? Nee, Granit, weiß ich nicht. Kann man, muss man nicht. Oh nein, meine Pike ist kaputt. Kann mal jemand das Eisen hier noch abzwacken? Es geht alles kaputt. Da sagt Goretti, meine Pike ist kaputt und schwupps geht meine auch kaputt. Ich weiß es nicht. Ja gut, dann würde ich mal sagen... Hinaus aus der Höhle. Jetzt ist die Frage, wo geht's denn hinaus? Na Mädels, na, so wie immer, immer links den Fackeln nach. Ja, genau, jetzt weiß ich nicht. Und dann runter. Und hier ist ein unbeleuchteter Teil der Höhle. Ja, hier bin ich total richtig. Bestimmt. Juhu. Da hinten ist das Strickmantel. Ich sitze doch. Hallo. Was machst du da? Ich mache hier nur einen kleinen Weg, damit man da auch unbeschadet, so wie ich jetzt, unbeschadet hochkommt.
Wo komme ich denn wieder hoch hier? Wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Hier sind die Fackeln rechts. Aua! Was ist denn jetzt passiert? Hier müssen wir hoch. Oh, jetzt sind auch meine Fackeln weg. Und der Kapone. Hier geht's lang hierher. Hoch? Juhu! Nein, hierher! Schnuppeli, hier oben! Hallo! Ich komme! Da lang! Ups! Oh, hopp, hopp! Nein! Was ist nein? Ist gerade nach. So. Ist nach. Was doch? Und was nu? Ich habe keine Waffe dabei. Hallo?